Du wolltest was erzählen, Gallo? Seht ihr mich? Seht ihr den Pullover? Herrlich. Also die dicke Wampe, die kommt nicht von mir, ne? Marcel, das kannst du jetzt noch nicht mehr leugnen. Ja, scheiße, ne? Ja. Hast du mit 10 Kilo zugenommen. Definitiv. Und warum? Nein, ihr könnt mal gucken, der neue Pullover, der bei uns auch im Shop ist. Und der ist so wunderhübsch und schick. Das sag wo ich der mal. Geil ist. Hier. Ja. Warte mal, ich mach mal so wie die... Hier, ja, wa? Junge, aber das hätte ja noch ein bisschen stärker da durchkommen müssen. Ne? Nein, das aber weißt du, du hast doch, auch der muss doch alles dezent sein. Weißt du, mal ganz ehrlich, wir haben alle dezente Klamotten. Du läufst hier rum wie so oder Kranich. Ja, ich hab, hier, guck mal, weißt das ist doch Butter Kranich, die ganze Zeit. Nee, ein schleimiger Frosch. Ja genau, schleimiger Frosch, das ist noch besser. Und du weißt ja, die Frösche, die so eine Farbe haben, die sind immer so hochgiftig. Bist du auch bestimmt. Ja. Aber nicht den Frosch ablecken. Nicht die Wolle ablecken. So tot um, du. Oh, eine Katastrophe. Oh Mann, oh, lieber wir Gott. Wir haben so Spaß gehabt, immer Steuerberater zu hin in der Bude. Es gibt ja überhaupt nichts zum Lachen, aber ist egal. Wir lachen einfach. Ja, ist doch schön. Wir lachen. Ist doch schön, dass wir lachen uns können. Den Schaden weg. Du. Ja. Wir lachen, gleich tanzen wir noch ein bisschen. Ja, so. Machen noch Musik ja, an, ja. Machen noch ein Lagerfeuer. Weil das kann uns keiner nehmen. Da. Das kann uns keiner nehmen. Nee. Verbrennen die Unterlagen. Verbrennen die Unterlagen, ist glaube ich ganz wichtig. Nee, das wissen wir nicht. Das machen wir wie unser Bundeskanzler, machen wir da. Daran erinnere ich mich nicht. Ja. Was ist? Ja, die werden sich heute durch mich nicht verbessern. Jo. Und ob? Wir brauchen nämlich Gott sei Dank nichts. Oh, schon wieder nicht? Nee. Schon wieder nicht? Junge, was aber denn? Zumindest kriege ich hier einen Apfelsaft und ein schönes Frühstück kriege ich hier. Das ist, und komm nicht so dicht nah hier. Was ist denn da? Ja? Ja? Okay. Jetzt kann er mir bald... Naja, ich sag besser jetzt die Hose runter. Ne? Ja, so. Die Hose gleich so runter? Nee, ich habe eigentlich nicht abgenommen, muss ich sagen. Außerdem war ich... Mir so ein bisschen so... Ja, ja. So eingefallen. Sportlich, er sieht sportlich aus. Er war ja im Urlaub. Ich habe Zuschauer wissen ja auch, welcher Urlaub das war. So, das heißt, er hat ja auch ein bisschen was mitgenommen aus dem Urlaub. So, da muss er jetzt mit Antibiotika und Penicillin behandeln. Ja. Und da fällt er auch so ein bisschen ab vom Fleisch. Ne? Ja. Ist doch ganz klar. Ja, ich sehe nun mal nicht so ausgeruht und gesund aus als du. Ne? Wahrscheinlich. Ja, ich habe den ganzen Tag immer nur Stress, nur Lauferei. Ja, da kannst du nicht gut aussehen. Das geht nicht. Das macht einen alt, ne? Das macht einen alt, ja. Es ist so. Du fährst von Firma zu Firma, Frühstücken, Mittagessen. Ja, Abendessen. Genau. Ja, und was meinst du, wie, was meinst du, wie anstrengend das ist? Ja, was meinst du, wie anstrengend das ist? Ja, das ist anstrengend. Ja, so. Was ist jetzt mit Geschäfte machen? Ja, das machen wir gleich, wenn du der Zuschauer die Kamera raus hast. Hier im wir werden keine internen Firmen... Du hast ja draußen gesagt, der Zuschauer will auch sehen, wie du Ron um Finger wickelst. Ja, da habe ich aber auch gedacht, dass Ron gar nicht da ist. Hast doch hier wieder was mitgebracht für Ron. Ja. Guck mal hier. Scheiße, 109 Euro. Jetzt hab ja, auf. Und da kriegst du ein Würfel für 80. Ne? Ja. Ohne interne, Handeln. Interne... Gib mal hier dein Interne. Ja, nee, du willst nur meckern wieder. Ich will nicht, nein. Du willst wieder nur einmal meckern und jeden und dann. Wenn ich einmal meckern, kannst du sofort nach Hause gehen. So. Nicht im Angebot. Also, das will er ja nur. Billiger. Also meckert er gleich schon beim ersten Mal. Ja, also, ist, tschüss. Ja. Wenn er nicht im Angebot ist, ist alles billiger. Da hast du recht, ja. Du, wir haben ja auch Sommer, ist ja auch vernünftig, dass sie ja auch kurze Hosen anbietet. Das finde ich super. Er hat schon mal was Positives gesagt. Ja, nein, es ist auch alles klasse. Hey. Ja, Junge, du. Ne, jetzt aber, du. Jetzt komme ich jede Woche. jeden Mittwoch. Jeden Mittwoch. Schutzbrille. Ja, die kannst du ja auch dein Moped. Kannst du die auch tragen? Ja, dein Moped. Genau. Ist da auch eine Stärke drin? Nein, natürlich. Das wäre ja. Nein, natürlich. Das kann die ist sogar für Blinde. Nein, das wäre ja auch zu viel. Das ist ja auch. Ist nein, das kann ja auch nicht. Ne? Und eure Brillenputztücher, die sind ja sowas von einmalig spitze. Ja, das glaube ich. Also die, einmal drüber gewischt. Du, und da haben wir mal, weißt du, damals haben wir 10 Kartons gekauft, haben zweimal die Brille sauber gemacht und den ganzen Karton so in den Container geschmissen. Ne, das stimmt ja gar nicht. Das stimmt, die hast du ja auf die Toilette hingestellt. Ja. Ne, da machst du jetzt die nutzt du jetzt ja fremd. Nein, das die ist, du jetzt die benutze ja ich jetzt, kannst du ruhig sagen, als feuchtes Toilettenpapier. Ja, also, ja genau. Das habe ich ja gemeint. Aber dafür sind die eben zu teuer. Da kann ich mir so feuchtes Toilettenpapier kaufen. Nein. Nichts, ist, auch nichts ist gut für dich. Gut genug für dich. Für meinen zarten After auch nicht. Das piep! Warum bin ich piep? Wir reden hier schon so, dass das alles schon konform ist. Ne? Das haben wir alle das schon. Das haben wir nach 3 Jahren gelernt. Ja. Wie was ist jetzt im Angebot? Wolle. Nein, jetzt höre ich schon wieder auf, wieder das Feuer anzufachen. Ich suche mir jetzt was aus, weil die Angebotspreise, das sind ja die teuren.
Und dann kriege ich ja meine gleich. Wieso? Ja, hast du alle so, jetzt auch recht. Vor allem, wenn ich diese Kabeltrommel sehe, wo ich noch einen Zehner weniger bezahle und auf der ganzen Kabeltrommel auf 128 Meter überall drauf steht Onyo. Das kann ich bezeugen, weil ja. Davon stehen zwei beim Sportplatz. Hat er gesponsert. Ohne das zu wissen. Ja. Und so ein Kabel auf oder nein, es ist auch, was man so alltäglich braucht, raus auf dem Bau. Das Erste, was ist, wenn wir kommen auf eine Baustelle, die hat 37 Etagen, die ist zigtausend Quadratmeter groß. Ne? Dann machen wir erstmal den Kabelaufroller, ne, den Schrauben. Den bohrst du erstmal an die Wand. Den bohr ich erstmal an die Wand irgendwo. Auf jeder Etage 37 das Stück und geh da mit dem Kabelchen dran und hast noch nicht gesehen. Aber du brauchst auch für deine Halle das schön noch so einen Kabelaufroller, den du im Grunde an jeder Ecke noch irgendwo montieren musst. Das ist ja auch so, dass jeder Monteur auch nicht so weit zu laufen hat. Genau. Ja. Du musst ja auch so viel machen in der Hand. Ne? Und er braucht den auch nicht wieder einrollen, der zieht sich von alleine rein. Nein, das kriegen wir ja auch alles. Das kriegen wir ja auch alles. Aber alles gesponsert und gestellt. Von deinen ganzen Mitbewerbern. Der lügt den ganzen Tag nur. Nee, muss nicht lügen, das ist so. Und das geben deine Mitbewerber nur, um dir einen reinzudrücken, Wolle. Ja, deswegen sage ich auch nichts. Tut sie wirklich? Können wir nicht mehr sehen, die alten Scheißtüten. Ja, ich kann ihn auch nicht mehr sehen. Deswegen will ich eigentlich auch hier nicht mehr über Fürth reden, weil andere springen auf diesen Zug auf und wollen mir das Messer in den Rücken jagen. Ja? Und das möchte ich nicht mehr so gerne. Deswegen. Du hast so viele Messer da drin, dass man. Ja, das ist ja das Problem. Ja, zieh mal, du siehst aus wie ein ganzer Messerblock. Ja, zieh mal 20 Stück raus da hinten. So, Wolle, das ist jetzt auch alles ganz schön. Hast du jetzt nichts gefunden? Also, der Katalog ist. Für den Arsch, so gib her. Nein, was wieso sagst du sowas? Das ist doch. Was soll das denn? Der ist doch nicht für den Arsch. Auf welcher Schiene bist du heute eigentlich? Nee, der ist nicht für den Arsch, der ist für eine Tonne. Bist du auf der Software? Aber man muss ja auch ein bisschen den Kopf, ich muss mal over und ein bisschen noch so anheizen. Aber das ist so dickes Papier, wo da wird gedruckt. Dann kriegst du gar nicht in den Brand. Das kokelt nur so ein klein wenig. Dann hast du Scheiße. Schmeißt du einen in deinen Ofen und dann brauchst du den ganzen Abend kein Holz mehr nachschmeißen. Ich abends alles in meinen Ofen schmeiße am Papier, dann bist du gar nicht Ovas. Kontorzüge, nur die Tränen drauf. Und dann jedes Mal fängst du zu heulen, kommt auf die Flamme, tsch, die Tränen auf. Nee, das kann ich mir vorstellen, du. Bei den ganzen Kontorzügen und Rechnungen, da brauchst du gar kein Holz mehr. Du. Nee, das brauchst du echt nicht mehr. Wir können das mit Papier heizen. Ja, ich glaube das sofort. Da brauchst du nichts. Ich glaube das sofort. Du musst das alles nur schön komprimieren und auf den Haufen schmeißen, dann kuckelt dann nur vor sich an. Gesetzlich in der Brand, die Scheiße. Nee, ich bin bei ihm. Kann ich mir vorstellen. Oh Mann, ich sag es dir nur. Was gibt es sonst so Neues bei euch so? Kann man da irgendwann nochmal. Ist ja schon mal aufgefallen, dass du schon nach zig Jahren kommst und immer dieselbe Scheiße da drin steht. In dem Katalog. Ja, habt ihr auch mal was anderes oder mal was Schönes, mal was Tolles, mal was man auch gebrauchen kann? Ja. Was man nochmal für losen kann? Ja, das, was du gleich gebrauchen kannst, das machen wir ja gleich. Nee, wir machen gleich gar nichts. Und das, was du verlosen kannst, machen wir auch gleich. Weißt du, wo ich heute noch nicht war? Wo ist denn dein Stick, Besteck, was ich dir letztes Mal hab? Dieses WMF-Stick. Entweder hat sie das hinten eine eingesteckt. Wo ist das? Das können wir doch mal verlosen jetzt hier. Schönes WMF-Stick-Besteck. Also vom Feinsten. Das brauchen wir nicht verlosen. Das möchte ich erstmal haben, was du mir versprochen hast und nie geliefert hast. Das Komische ist ja, weißt du, das ist ja schon weg, bevor das hier durchs Tor gekommen ist. Ja, dann verstehe ich auch nicht, warum du das nicht einfach zu dir bestellst und mir das hierher bringst. Und mir das persönlich in die Hand drückst, dann ist es auch nicht weg. Das ist doch wohl ganz klar. Weißt du, wie viele Leute hier arbeiten? Weißt du, was hier los ist? Das ist ja schon mal wie ein Taubenschlag hier. Weißt du? Ne? Und wenn hier alle hier rollen den ganzen Tag, Scheiße, weißt du, wie lange ich schon gar nicht mehr hinten war? Ich kann ja gar nicht mehr sagen, was da hinten überhaupt noch alles steht und liegt und macht und tut. Ich weiß nur, dass ich immer zu hören kriege, egal, ich habe noch Menschen draußen stehen, ich gehe gar nicht mehr rein, die Halle ist so voll. Warum? In einem Fürch. Das kann ich ja gar nicht. Und deinen ganzen Scheiß AdBlue, den du mir überteuer da angedreht hast damals, ne? Diese ganzen zigtausend Liter, die hinten stehen, die kannst du mal wieder abholen, weil die Pisse läuft nämlich ab nächsten Monat. Soll ich den Grab kippen oder was? Ne, da hast du dir doch eine goldene Nase mit verdient. Da habe ich eine goldene Nase. Wenn wir da hinten jetzt hingehen würden, da steht wahrscheinlich, müssen wir gleich erstmal wieder nachbestellen. Schamlos ausgenutzt, du hast meine Not schamlos ausgenutzt. Du hast gesagt, Ronny, ich bin der Einzige, der was kann, war ja auch gut so. Und da hast du mich übers Leder gezogen ohne Ende. Weil ich für ein 200 Liter Fässchen bezahlt habe, ne? Ohne Flachs. Ich habe auch schnell, Leute, ist mir scheiße, irgendwelche Tankstellen, ich verkaufe das Zeug, weg damit, jetzt schreiben wir alles auf, die kaufen das heute ohne Flachs für die Hälfte neu. Weil es jetzt ja wieder genug gibt. Das ist so zum Kotzen. Ich sage, nee, ich kann dir das aber ja nicht billiger verkaufen, was ich bezahlt habe, Alter. Also bleibt mir alles übrig, kriegst du in Zukunft immer einen Tee. Ja, aber jetzt musst du bei Zitrone ist schon drin. Jetzt musst du ja aber überlegen, wer der große Gewinner des AdBlues war. Ja, nur Wolle. Am Ende nur Wolle. Nur Wolle. Wolle ist immer der Gewinner.
Wolle ist immer der Gewinner. Und das ist das Angebot. Doch, ich gönne dir alles, aber du musst ja auch mal was zurückgeben. Und dann erzählst du mir alle was von Steaks, Besteck. Das kommt dir nie an. Ich habe das nie gesehen. Und er sitzt da, wie, hab ich aber die doch geschickt. Nein, der schickt auch nichts Neues raus. Ja, dann lass uns doch den letzten schönen, fetten Akkuschrauber, den ich dir kostenlos hierher gebracht habe. Hast du nicht einen kostenlos? Lass uns den doch mal im Verlosen. Den brauchen wir nicht verlosen, weil du mir gar keine hergebracht hast. Die habe ich alle bezahlt. Nee, das stimmt. Das stimmt gar nicht. Ich habe 10 schon gekauft. Und richtig teuer Geld. Da hat er 11 zugegeben, weißt du? Ja, dann kann ich das auch, wenn ich aber die 10 zum vollen Preis bezahle. Weißt du? Du meinst auch, dass andere blöde sind, ne? Das habe ich nur gemacht, damit du mal wieder ein bisschen am Zettel hast, damit du nicht hungern bei mir vor der Tür stehst. Mit dem Polo. Ja, das ist aber wirklich so. Das ist wirklich so. Ich stehe jedes Mal hier hungrig bei dir vor der Tür. Weil ich wusste, heute ist Mittwoch, heute geht es wieder Ron, Ron hat wieder fest. Ich habe meine Frau schon gesagt, sie ruft die Bullen an, wenn er auf den Hof kommt. Ja. Lass ihn wegholen. Ist mir scheißegal. Was ein Typ, du.